Die Abenteuer des Comichelden Spirou gibt es bereits seit 1938. Sie gehören zu den erfolgreichsten Comics Europas. Berühmt gemacht hat den kleinen Hotelpagen in den 50er Jahren der belgische Zeichner André Franquin. Mittlerweile wurden die Comics in mehr als 10 Sprachen übersetzt, sogar ins Japanische. Es ist eine Ehre für jeden Zeichner, sich an Spirou heranwagen zu dürfen. Jetzt hat der Verlag einen der bekanntesten Comiczeichner Frankreichs, nämlich Serge Clair, beauftragt, eine Sonderausgabe zu gestalten. Mist, ich mach's noch kaputt. C'était un hommage aux albums. Das war eine Hommage an die Comic-Alben, die ich kannte und sammelte. Ich habe diese Sammelbände so geliebt, dass ich meiner ersten Serie unbedingt einen modernen Anstrich geben wollte. Spirou vers la modernité. Spirou wird modern, ist Serge Clairs Antwort auf die Arbeit des belgischen Zeichners André Franquin. Der hatte den abenteuerlustigen Pagen in den 50er Jahren zu einem Klassiker der europäischen Comics gemacht. Serge Clair holt Spirou nun in die Gegenwart. Ich habe ein Konzept entwickelt, mit dem ich der Welt von Spirou sehr viel mehr Glamour verleihen konnte, sie komplexer, ausgefeilter und noch stilvoller machen konnte als Franquin. Ich konfrontierte Spirou mit Skulpturen von Giacometti, Calder und Picasso und fand es witzig, Spirou in eine hochmoderne technologische Welt hineinzuversetzen. Ich habe es immer geliebt, den Stil meiner Meister zu variieren, ohne je von ihrem Weg abzukommen. Mitte der 50er Jahre erreicht André Franquins zeichnerischer Stil seinen Höhepunkt. Für Serge Clair sind Alben wie Aktion Nashorn oder Der doppelte Fantasio unübertroffene Meisterwerke. Schon deshalb erscheint die Figur des Spirou aus der Feder von Serge Clair im Look dieses Jahrzehnts. Ich wollte mich nicht nur auf die 50er Jahre beschränken. Vieles ist ganz klar im Stil der 50er. Ich hatte viele Nahaufnahmen von Fantasio und im Hintergrund amerikanische Logos. Es musste etwas passieren, aber nicht im Stil einer Anekdote. Die Handlung sollte sich außerhalb des Bildfeldes abspielen. Diese Spannung im ganzen Bild war es, die mich interessierte. Indem ich Spirou rennen ließ und an diesen oder jenen Ort versetzte, passierte etwas oder es passierte nicht. Serge Clairs Stil ist eine Mischung aus klaren Linien und Art Deco. Und er brachte Spirou sogar an das Comic-Magazin Metal Hurlant, für das er immer wieder arbeitet. Ich habe Spirou in meine Welt entführt. Das ist zwar Verrat, aber es geht darum, herauszufinden, warum man das tut.